Hallo meine liebe YouTube-Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Munch's Odyssey, Oddworld, Munch's Odyssey. Ja, wir sind letztes Mal hier in Spruce Forest, also Scrubs, Shrubs Wald oder wie das auch immer hieß. Jetzt ist nochmal Spruce Wald, Wald. Stecken haben ein paar Modzakenfreunde, ja, mit uns. Ich bin nochmal geschnappt, wie auch immer, und ich wollte schlagen, wo auch immer. Und so, wir haben letztes Mal Level 1, also sozusagen den ersten Teil vom ersten Level abgeschlossen. Und ja, ich würde mal sagen, wir machen weiter. Diese Spruce sehen schon irgendwie ein bisschen komisch aus, so grünlich, ja. Sind das Pflanzen darstellen oder? Was sind Spruce überhaupt? Das mal, muss ich mal jetzt beantworten. Sind das Pflanzen? Ist das einfach nur Erz? So wie Eisen oder so? Also so ein Erz? Oder was ist das? Hey, das ist Abe! Ja, das bin ich. Komm mir hin. Komm weg von der Klippe, so. Damit ich dich tragen kann. What the fuck ist denn da gerade passiert? Ich würde schon gerade sagen, wenn du nicht so hoch läufst. Mich würde schon etwas kurzes interessieren. Zum Beispiel kurz Quicksave. Kann ich da aber den Zaun nicht überlitschen? Yo, kann ich mich super über den Zaun rüberglitschen? Ich glaube, so kann ich mich. Das heißt aber, so kann ich mich. Und ich weiß jetzt auch nicht, tausendmal ohne Versuch und tausendmal versucht und tausendmal gescheitert. Komm wohl, zunächst werden euch auch einsammeln können. Ja, ich bin so ein Sammelfreak. Nicht wirklich. Aber wenn es um sowas geht, versuche ich mal alles möglich, so gut wie möglich einzusammeln. Come on. Geronimo, Kids, Geronimo, ich weiß nicht, was ich versuche zu singen. Irgendwie so eine neue Version von Geronimo, ja, mit dem Wort Geronimo. Oh, scheiß auf, dann gehe ich eben hoch, runter. So. Ich weiß nicht, ob ich das vom Vor- oder Nachteil halten soll, dass die Sensitivität hier so langsam von der Maus ist. Weil ihr seht ja wie. Ich werde jetzt ja bestimmt, wie schnell ich die Maus bewege. Falling you, ich stehe hier, guck eigentlich da rein. Und lass diesen Spruce hier wachsen. Na gut, dann ist es eben so. Ach, ich muss schon noch laufen. Space. Oder geht's auch mit E? Also mit Dings. Enter. Kann man das auch mit Enter machen? Ich muss gerade hier interessieren. Ach, hier dasselbe kenne ich ja noch. Ich habe ja Munch's Odyssey schon gespielt. Wow, Alter! Fett, die ist doch hingelaufen. Was für Idiote, mein Gott. Guck mal. Seid aber nicht so süß hier. Ich darf nicht gleich in die Mine rennen, Alter. Alter. Ach wo, hab ich jetzt erwähnt, dass ich eigentlich solche Spiele, so wie jetzt Munch's Odyssey, was ja eigentlich so aus der PS3-Ära ist, auch sehr gern spiele. Obwohl, ja gut, Munch's Odyssey kam ja schon früher für die erste Xbox raus, so ich weiß. Und, hallo, was? Alter Kumpel! Hey, das ist Abe! Und ich glaube, das wurde später für die PS3 geportet, sozusagen. Glaub ich nicht, ich bin mir da jetzt gerade nicht sicher. Aber keine Ahnung, ich mag irgendwie so ein Spiel. Vor allem könnte man gerade meinen, dass hier wäre sein PS2-Spiel. Zeichen.
wird auf jeden Fall vor allem mal keine Slopes. Obwohl die Gegner sich, finde ich, ein bisschen, naja, nicht so gut programmiert hier. Vor allen Dingen, naja, man wird es noch später sehen. Es gibt nämlich noch eine bestimmte Art von Gegner, der heißt Savage Scraps. Also das, also an sich das Verhalten. Hilft der mir hier? Ich weiß nicht, was du tust. Was tust du? Warte einen Moment hier. Vor allen Dingen, oh Gott, kann man die Stimme ein bisschen leiser stellen? Audio. Leiser. Vor allen Dingen das Verhalten von, ja, sag ich mal, einigen Gegnern wurde leider etwas geändert. Was ich scheiße finde. Naja. Also im Gegensatz zu Apes Odyssey und Apes Exodus wurden hier ein paar Verhaltensweisen, wie gesagt, um einiges verändert. Oh. Oh, scheiße. Hey, scheiße. Hey, eins kaputt. Oh, okay, ich dachte, ich hatte die Aufnahme beendet, weil... F1 habe ich zum Aufnahmestarten gemacht. F2 ist zum Aufnahme beenden, aber ich habe F1 gedrückt. Trotzdem habe ich das gerade so ein bisschen gesagt. Ich habe so, oh, scheiße, jetzt habe ich F1 gedrückt. Mal kurz gucken, ob die Aufnahme noch läuft. Hier laufen wir eine Karawane hier hoch. Also, was hat der zu sagen? Ich würde mal jetzt gucken, geht das auch mit E? Nee. Enter. Nee, das ist nicht. Ach, das ist so ein Block. So, dieser Steinding hier. Das. Wir sind immer Geschichtsstein. Wurzelhänge verstärken, die macht dann. Ach, mir fällt gerade ein, ich habe vergessen, den Timer einzustellen. Das heißt, ich muss ab und zu mal. Ja. Hier checken, wie lange ich aufnehme, weil ich habe vergessen, meinen scheiß Timer zu stellen. Ach, was soll's denn jetzt? 15:40 Uhr. Alles gut. Ich meine, ich hab mir gerade. Wurzelhänge verstärken die Macht der Modaken-Meditation. Aktiviere das Spruce-Schloss, um die Brunnen zu öffnen. Und wirf dann Apes faule Kumpels hinein, damit sie eine elektrisierende religiöse Erfahrung machen. Apropos, vielleicht kaufe ich mir die Tage auch Outworld Soulstorm, das ist ja jetzt seit einem Monat oder so raus. Ich muss aber erstmal gucken, ob das mit meinem PC, mit meiner Grafikkarte funktionieren würde. Weil, also die Grafikkarte, die ich jetzt hier drin habe, das ist schon ein bisschen älter. Deswegen. Muss ich gucken, ob das dann funktioniert von der Grafik her. Ich hoffe es mal zumindest mal. Dann kann ich irgendwann. Soll ich nicht direkt nach Oddworld Monster Race, aber vielleicht mache ich noch ein Projekt dazwischen, dann mache ich Soulstorm. Obwohl, ich habe ja noch ein Projekt, das ich hätte machen muss. Irgendwann so im Laufe der Zeit mache ich ja noch Soulstorm. Also Oddworld Soulstorm. Obwohl ich das eigentlich eher chronologisch mache. Na gut, ist immer so, als nächstes Spiel von Abbott ist Soulstorm. Nur aus dem Grund, weil es jetzt ja dem neu raus ist. Und dann mache ich die ganzen anderen Teile auch. Aber in diesem Fall dann chronologisch. Ja. Selbst für die Neueinsteiger, wo ihr jetzt die Outdoor-Story nicht von erfahren könnt, die ganze Geschichte schon zu erfahren, jetzt oder später oder je nachdem, wie auch immer was auch immer zum Teufel. Ich hätte schon eine 1 drücken können. 1, 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
Sarah Bing, Sesam, öffne dich. Öffne dich, du Fluch. Okay, hör zu! Ach, die stehen ein, deswegen hören wir mich auch. Ja, alle! Hey, hey, das ist jetzt! Hey, hey! Ich glaube, das ist unser. Ja, die porten sich automatisch hier. Also. Alle mal zuhören! Hey, hey, das ist jetzt! Hey, wie. Bist du klar auf dein Leben? Nein. Okay, er kommt wieder klar auf sein Leben. Kleiner, du so. Guck mal gerade auf dein Leben. Fast geschafft, Amy. Jetzt aber vorsichtig, denn das Land um den großen Brunnen wurde von Flick-Sicherheitskräften besetzt. Reiche Erzvorkommen und so, du verstehst. Aber wirst du dich von einem Haufen wilder Flops und einem mörderischen Flick vom großen Brunnen fernhalten lassen? Nein, oder? Das ist echt mit seinem Ring. Raus aus dem Ring, Idiot! Raus aus dem Ring, Idiot! Raus aus dem Ring, Idiot! Raus aus dem Ring! Sorry, das. Das ist dann mal ganz was im Ziel. Ja, er wird wahrscheinlich in Winchester wahrscheinlich oder Gegner nochmal erklärt. Oder wird man kämpft? Auf sie! Um Apes Modagen Gefolgsleuten einen Angriff zu befehlen, drückst und hältst du 3. Keine Angst, falls Abe und seine Kumpels in einen Hinterhalt geraten, kämpfen sie automatisch. Oder will sie mich einmal kaufen? Ich glaube, so war das auch. Was soll Befehl nochmal? 4. Okay, nee, 3. An die Arbeit. Ja, immer. Du musst 3 anklicken. Ups. Aber es hat doch geklappt, okay. Oh, auf ein Stück mit deiner. Okay, ist mir jemand gestorben? Hoffentlich nicht. Ja, scheint mal alles so gut zu sein. Ach, stimmt, man müssen sie jetzt so, dass wir jetzt zurücklassen. Ja, das wird das eher schon gesagt, ja. Hallo, Fragenschnute. Jetzt musst du durch den Slug-Kanal kommen. Mach dir um deine Kumpels keine Sorgen, die holen dich später wieder ein, da helfe ich ihnen schon. Geh einfach zum Tunnel, der zum großen Brunnen führt. Also, ciao. Danke für die kurze und schnelle Erklärung. Ich habe jetzt nochmal diese Dings. Ah, jetzt nochmal dieser Getränkeautomat erklärt. Oder Martin. Martin? Das ist gar nichts. Das ist überall auf Artwort findest du solche Verkaufsautomaten, an denen du Produkte mit erstaunlichen Nebeneffekten kaufen kannst. Um hüpfen zu trinken. Okay, hüpfen kann man trinken. Oh Gott, manchmal ist die deutsche Übersetzung nicht so 1A. Und so zusätzliche Spannkraft in Apes Sprung zu bekommen, stell dich vor den Hüpfenmaten. Das hört sich auch komisch an, oh Gott. Das ist so unpassend dann. Nein, ich wollte keinen Kick, ich wollte meine Mikrofon-App öffnen. Ja, ich muss aber mein Handy aufnehmen, weil mein fucking Mikro vorletzte Woche geklaut worden ist anscheinend. Stell dich vor den Hüpfomaten. Ich hätte eher geschrieben Hüpfomat, aber Hüpfenmaten, na gut. Aber durch Spacebar. Dann sag ich mal Hüpfomat. Hüpfen. Das ist so komisch, das auf Deutsch zu lesen. Ich bin es im Englischen gewohnt. Hüpfe. Jump hört sich doch besser an. Oder? Achtung, Slogs. Das ist mir schon gleich. Kennst du jetzt? Ich hätte noch zurückspringen können. Aber egal, ab geht's an der Expresso. Ich soll doch schon mal Dinge hier einsammeln. Alter! Was? Okay, da haben wir schon was abgezogen. Und ja, das ist mein. Also, die Vögel sind meine Lebensanzeige. Aber Alter, was? Fuck. Das Ding ist so viel auf einmal abgezogen, Mann. Huh?
Okay. Ja. Komm on, mach mal Espresso. Ich bin nicht so der Kaffeetrinker, also. Wenn du dieses Barsch, das trinkt ihr keinen Kaffee, Espresso oder so. Ich ja nicht. Also ich bin nicht so der. Seid der Kaffeetrinker. Jesus Christ, scheiße, ich bin die Tastensteuerung nicht so. Tastatursteuerung nicht so fließend gewöhnt, wie man sieht. Das hat leider noch geklappt. Ich mag die Musik würden sie. Nein, auf! Jetzt darfst du da stehen. Soll das Busche sein und lauf! Ja, toll! Ich weiß, ob du bist. Warte mal, bitte ist wieder zurück, oder? Slogan, hilf App, diesen Hungerslogs, um so gegen einen ganz großen Brunnen zu öffnen. Etwas ist besser, hilft dabei, die Slogs alt aussehen zu lassen. Okay. Warte mal, bitte ist zurück. Okay, ne, ich bin weiter. Hab ich 121 Jürgen mit 3 Spielig. Mit Spoos aktivieren. Großer Brunnen. Einfach nur großer Brunnen. Guter Sport, Abe. Du hast es geschafft. Also dann, auf zum großen Brunnen auf der anderen Seite dieses Tunnels. Das bringt mich auf was. Was Munch jetzt wohl macht. Das heißt ja schon. Aber, ja, Abe ist schon richtig sportlich. Vor allen Dingen seine Sprungfähigkeit. Ups. Und dass er noch ein Salto in der Luft macht. Also so Vorwärtssalto. Ja, Abe ist schon ein bisschen sportlich. Schon ein sportlicher Typ. Dafür, dass er in Odyssey eigentlich fast von Geburt an, glaube ich, ein Sklave war. Von Roger Farms, ja, Spoiler. Also mal kurz. Elbgesichteten Monarchen waren nicht immer noch gefunden. Die letzte Dose gab. Glackkönigin und so kräftig. Nie wurde vermisst. Bitte, ja? Ich kann mich sonst nicht konzentrieren. Jetzt halt still, verdammt. Ich fass es nicht. Du arbeitest nicht an unserem neuen verbesserten Weichspüler. Weißt du, du musst in großem Rahmen denken. Wie bitte? Genau das hast du auch gesagt bei deiner Shampoo-Bleiche. Hör zu, es hat bestens funktioniert bei den Fasses. Es hat Löcher in unsere Kunden geätzt. Kein Fortschritt ohne Risiko. Risiko? Risiko? Das ist der letzte verdammte Geppe, den es gibt. Seine Lungen sind ein Vermögen wert und du steckst so nah in seinen Kopf. Aber hast du je drüber nachgedacht, warum ich so nah implantiere? So nah? Denk doch bloß mal an die langen Nächte, wo wir Viehzeugs aus den Käfigen holen. Und die zu finden dauert ewig. Was hat das damit zu tun? Dass du jetzt endlich den Mund halten! Herrje! Also, du und ich fangen nach 20 Stunden die Woche Viehzeugs ein. Das sind 20 Stunden die Woche, wo wir neue suchterzeugende Sachen erforschen könnten. Rauchwaren, Süßstoffe, Zusätze für Babynahrung, Beruhigungsmittel, Abführmittel. Also, wir haben überall Fallen, korrekt? Und wenn ein Tier gefangen wird, sendet die Falle ein Sonarsignal aus. Richtig? Dann müssen wir alles stehen und liegen lassen, hinausgehen, das Vieh einsammeln und zurückbringen.
Aber hier kommt mein sonarmodifizierter Gabbit ins Spiel. Er findet die Fallen, er bringt das Viehzeug zu uns zurück. Mehr Viehzeug, mehr Forschung, mehr Moiro. Perfekt. Humphrey, Entschuldigung, du bist ein Genie. Oje, ich hab ja ganz vergessen, ich habe einen Fassel auf dem Kocher. Ist ja widerlich. Die machen immer so eine Sauerei. Und der Geruch. Ihr verschwindet. Fassels. Ich finde sie irgendwie goldig. Das heißt, ja gut, sie sind zwar goldig, aber auch sehr tödlich, sage ich mal. Vor allen Dingen in Gruppen, wie man ja gerade gesehen hat. Ach stimmt, das Spiel wäre ja genau gemacht. Oh, ich mag die Grafik von Mensch. So, ich habe sie auf die PC wieder gespielt und da war die Grafik schon ein bisschen anders. Aber was ich jetzt mal nachgucken wollte, kann man nämlich jetzt, weil ich keinen scheiß Timer gestellt habe, aber. Oh. 23 Minuten. Ja komm, mach ich hier gerade einen Cut rein. Ja. Und nehme jetzt gleich. Stimme jetzt gleich einen Timer und dann nehme ich noch ein weiteres Video auf. Ja, bis gleich.